Viele Menschen auf engem Raum. Städte sind Ballungszentren. Das ist eine Herausforderung für Wien auf dem Weg zur Smart City. Expertin Ilse Stockinger erklärt, worum es geht. Smart City bedeutet, die Städte und im Besonderen die Stadt Wien fit zu machen fürs 21. Jahrhundert. Die Herausforderungen sind, dass die Stadt wächst. Die Herausforderung ist, dass wir unser Energiesystem umstellen wollen auf eine postfossile und auf eine erneuerbare Energiewelt und in der Mobilität, dass wir uns zunehmend daran gewöhnen, möglichst auf das eigene Auto zu verzichten. Die ersten Veränderungen sind bereits im Gange. Statt des eigenen Autos nutzen die Menschen immer öfter Carsharing-Angebote. Radfahren, Bus und U-Bahn werden immer beliebter. Der Einsatz von Verkehrsmitteln variiert. Die Zukunft der Mobilität ist aus meiner Sicht gekennzeichnet von mehr Vielfalt und mehr Flexibilität. Und wir werden auch mit tollen Angeboten zunehmend konfrontiert werden, wo wir einfach intermodal gut durchgeroutet werden durch die Stadt. Wegrouten finden, einfach erklärt und leicht zu navigieren. Die App Quando der Wiener Linien hat's vorgemacht. Mit einer innovativen Mobilitätsplattform verbindet Smile sämtliche öffentliche und individuelle Dienstleistungen. Im Forschungsprojekt Smile versuchen wir Wiener Stadtwerke mit den Wiener Linien und gemeinsam mit den österreichischen Bundesbahnen eine multimodale Information-, Buchungs- und Bezahlplattform zu testen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Forschungsprojekt, das gefördert wird vom Klima- und Energiefonds, der Vision einer Mobility on Demand, einer Mobilität je nach Bedarf, einen großen Schritt näher zu kommen. Vielfalt und Flexibilität für eine neue Mobilität. Wien bewegt.